Es ist mal wieder soweit. Die Form Next öffnet diese Woche für alle Besucher ihre Tore. Und neben altbekannten Ausstellern wie Prusa, E3D, Magic Goo und Egos gibt es natürlich auch neue Aussteller. Und wir werden uns über die Woche verteilt natürlich mit solchen Ausstellern mal treffen, Interviews führen. Und dieses Video soll euch einen kleinen Einblick geben, was es denn alles Spannendes so auf der Messe schon mal gab, damit ihr ungefähr wisst, wohin die Reise geht diese Woche. Angefangen mit dem Stand von Prusa, die sich mal wieder, finde ich, selbst übertroffen haben. Die haben nämlich auf ihrem Stand dieses Jahr eine 3D-Druckfarm vorgestellt, die ich persönlich ziemlich cool finde. Laut Aussage von Prusa wird diese Farm Ende des Jahres, also ab Dezember, vermutlich für Geschäftskunden im engeren Kreis verfügbar sein und dann im Laufe des nächsten Jahres Stück für Stück an Endkunden ausgeliefert werden. Preis von dem ganzen Stück ist 50.000 bis 70.000, wie man munkelt. Aber insgesamt muss ich sagen, sieht das Teil schon ziemlich cool aus. Und wenn ich ehrlich bin, das sieht mir so aus, als wenn da so kleine Prusa XL drin stehen würden. Vielleicht sehen wir ja da irgendwann in naher Zukunft oder ferner Zukunft nochmal eine kleinere Version von dem XL. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Das Teil ist jedenfalls vollautomatisiert, ähnlich wie das Mosaic Array. Und da muss ich sagen, das sieht schon richtig cool aus. Der erste Unterschied ist natürlich, dass im Vergleich zum Mosaic Array die Drucker nicht so groß sind, dafür dann aber deutlich mehr Drucker in dem Ganzen stehen. Bei Mosaic Array hat man 4 Drucker stehen, das konnte man auch auf der Messe jetzt live in Action sehen. Und beim Prusa hat man 9 Drucker dort drin stehen, beziehungsweise plus einen als sozusagen Hot-Swappable Drucker, falls einer mal kaputt geht und ausfällt, dass man den Drucker nicht dort drin reparieren muss, sondern ihn einfach rausnehmen kann, einen neuen reinpacken kann. Finde ich sehr coole Idee und finde ich auch vom Preis her echt eine Ansage in Richtung Mosaic, die mit ihrem Array ja schon gut was vorgelegt haben. Ich bin gespannt, wie das Teil dann später wirklich final aussieht und wann man sich das Ganze dann wirklich bestellen kann. Es ist natürlich interessant für jeden, der sagt, okay, er möchte mal eine 3D-Druckfarm aufbauen. Und es ist sogar noch erschwinglicher als die Konkurrenz. Von daher, ich bin echt gespannt. Ein Interview folgt am Donnerstag. Da bin ich nämlich auf der Messe und interview dann entsprechend den zuständigen Ingenieur. Und das Video wird dann natürlich nächste Woche Mittwoch entsprechend auf diesem Kanal rauskommen. Das heißt also, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und liked das Video. Dann verpasst ihr auch das Video, das Interview mit dem Ingenieur von Prusa nicht, der uns ein bisschen was über das Teil erzählt. Ist echt ein cooles Teil, muss ich sagen, hat mir super gut gefallen. Unser nächster Stop war dann bei Swords 3D und ihr kennt den Namen Magic Goo wahrscheinlich eher. Die Firma Swords 3D hat aber noch ein anderes Produkt, nämlich Dryvice. Und Dryvice ist ein Filamenttrockner, der wirklich on the go ist. Das heißt also, man hat einen Trockner, der ist direkt mit dem Drucker verbunden über einen PTFE-Schlauch. Man schmeißt oben sein Nylon-Filament rein, er zieht das Ganze ein und am Schluss hat man wirklich Drucke, die sich wirklich sehen lassen können. Und den Unterschied hat uns der gute Herr von Swords 3D dann auch wirklich auf der Messe gezeigt. Ein Interview werde ich natürlich auch nochmal die Woche versuchen zu führen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da.
Ansonsten hatte ich das Gefühl, dass im Vergleich zu den vorherigen Messen mehr Anbieter für additive Fertigung im Metallbereich vorhanden waren als sonst. Das heißt also Anbieter für Sintering-Pulver oder auch verschiedene 3D-Druckverfahren mit Metall. Und das konnte man zum Beispiel mal ganz gut an dem Stand von Velo 3D sehen, die wirklich alle möglichen Metallsorten in ihren Druckern drucken können und auch anbieten. Da waren selbst Druckfarm-Anbieter vor Ort, die für Kunden Prototypen drucken. Und ich durfte dort auch mal ein nicht gerade leichtes im Captain America-Schild, was im 3D-Druckverfahren hergestellt worden ist, durfte ich mal wirklich halten und ich muss sagen, es war echt verdammt schwer und ich war froh, dass ich das Teil wieder los war. Ich wünsche mir natürlich eine Titan-Variante oder vielleicht eine aus Vibranium, falls jemand von der Firma zuguckt. Den Hashtag von der Firma packe ich natürlich unten in die Videobeschreibung, damit die Leute auch entsprechend getriggert werden. Ja, insgesamt muss ich sagen, der erste Tag hat damit angefangen, dass ich ein bisschen überrascht war, dass die Messe doch so leer war und letzten Endes muss ich sagen, es war dann doch recht voll am Ende des Tages. Man ist teilweise nicht mehr an die Stände rangekommen, das war sehr, sehr ärgerlich. Aber bekanntlich fängt der frühe Vogel den Wurm und von daher werde ich jetzt gleich ins Bett gehen, nachdem ich das Video geschnitten habe und für euch online gestellt habe und mich gleich auf den nächsten Messetag vorbereiten. In diesem Sinne hat euch hoffentlich diese kleine Übersicht ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ihr kriegt die nächste Woche dann entsprechend weitere Videos auf die Ohren. In diesem Sinne, hodl the line, happy building und ciao!